I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Explorers featuring Crush 45 89. Nachdem wir in letzter Part einen weiteren Boss, nämlich eine Riesenschildkröte, bezwungen haben, gibt es nun noch jemanden, der etwas von uns möchte? Rosaria. Hey, ist es wert, dass du den roten Drachen besiegt hast? Da bist du also nicht so schwach, wie du aussiehst. Bist also so gut wie ein erfahrener Abenteurer. Ich schätze, das bedeutet, dass auch die Azure Permit Exam, dass es dir möglich wird, die Azure Permit Exam zu kriegen, hä? Azure Permit Exam? Kann ich jetzt gar nicht sagen, was das ist. Nicht, dass es mich das angeht, aber du weißt, viel Glück und so. Okay. Oh. Neuer Stuff. Verfügbar. Neue Abilities. Oha. Oh. 1500 kostet jetzt alles. Ah. Ja. Physische Verteidigung und ja, Magieverteidigung kann ich jetzt nicht mehr kriegen. Custom Abilities. Ja. Aber schauen wir mal, was die Geschäfte sagen. Gibt's hier wieder was beim Werkstatt zum Beispiel? Neue Waffen vielleicht? Nope. Healing Staff. Oh! Oh! Besser als das auf jeden Fall. Das erstelle ich mir gleich mal. Okay. Neues Schild? Nö. Moment, das ist doch ein besseres Schild als das, was ich habe. Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Habe ich das überhaupt? Ja, ich hab's. Ah, aber es gibt wieder Dämonenhelm. Oh, eine Dämonenrüstung. Was? Sephi? Oh! Sephiroths Kleidung. Okay, ich nehme erstmal den Dämonen. Helm. Vielleicht kann ich daraus was machen. Ich kann tatsächlich wieder was Neues erstellen. Neue Rüstung und Dämonen. Donnerwetter, grüße das einen an. Ey, wie geil ist das denn? Muss ich die Rüstung nur noch ausstatten? Ah! Feuerresistenz. Oh, aber ich kann nur einen einzigen. Naja, egal. Ja. Alles klar! So sind wir hier ausgestattet. Jetzt gucken wir mal, ob das Geschäft auch was Neues hat. Nö. Immer noch dasselbe Zeugs. Leider. Ich könnte mir vielleicht mal ein paar Items kaufen, jetzt wo ich so. Ein paar Potions vielleicht. Äther. Oh. Hol ich mal eins von diesen Sachen. Und ein Äther. Ich habe zwar jetzt viel Geld ausgegeben, aber es ist jetzt egal. So. Der hat nichts für uns. Und wir können nach wie vor noch keine Tiere rekrutieren, ne? Nö. Leider nicht.
Boah, wann können wir als Tiere Monster rekrutieren? Mann, wann können wir endlich mal Monster für unser Team holen? Oh, fast vergessen. Es wird Zeit, dass ich erstmals meine neue Rüstung anlege. Diese Dämonen. Diese Dämonenrüstung. Ups. Ich glaube, er ist was für den Schwertkämpfer. Na, mal nicht schlecht. Nicht schlecht. Sieht cool aus. Okay. So, Subquest. Oh ja. Das habe ich schon mal geschafft. So. Neue Subquest. Gibt's keine? Was? Okay. Lol. Na schön. Ja, aber... Moment, One with Angel? Shiva. Okay, ich dachte schon, ich müsste gegen Sephiroth kämpfen. Ja, aber ich habe doch schon alle... Hä? Ich habe doch schon alles erfüllt? Was wollt ihr denn noch? Es ist nichts Neues dazugekommen. Zehn harte Knochen. Was? War das alles? Ich hab doch schon alles erfüllt. Es gibt nicht mehr. Was? Mit zwei Sterne kann ich nicht machen. Lassen Sie mich nicht... Hä? Soll ich das checken oder was? Oh. Au, oh, ist auch noch hier zwei Sterne. Ja, die kann ich alle nicht... Was soll ich denn machen? Muss ich erstmal mit Sid reden? Explorer. Hä? Oh, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ist ja nicht wahr. Was ist das denn jetzt? Ich kann die zwei Sterne jetzt nicht annehmen. Wie soll ich die zwei Sterne jetzt annehmen, hä? Moment. Ach, da fehlt mir das Geld dafür. Ach so. Und ich dachte... ich wäre dafür noch nicht bereit. Okay, dann sammle ich mal offscreen ein bisschen Kohle. Oh Mann. So. Jetzt habe ich genug Geld. Okay. Ein Chocatry. Ein Cookatry. Also eine Art Chocobo? Keine Ahnung. Aber jedenfalls können wir jetzt endlich mal die Airship Permit Exam. Und der Airship Permit Exam probieren. Den Nebenquest können wir leider nicht auswählen, weil dafür uns immer noch das nötige Geld fehlt. Ah, aber was ich vergessen habe. Bevor ich es vergesse, ich habe jetzt wieder etwas zu bekommen an Kristallpunkten. Kann ich eine weitere Fähigkeit ausrüsten? Chakra. Airbriefe, Aura Cutter. Tomahawk. Mit. Ja. Natürlich kann der Ranger auch noch eine Axt ausrüsten. Die aber zeige ich euch dann lieber beim nächsten Part. Na denn? Dann mal los. Na, dann haben wir ja auch schon alle gesehen und dann werde ich wahrscheinlich künftig als Magier weitermachen, weil da kommen mir die Fähigkeiten am sinnvollsten vor. So, erstmal ist der Bogen. Der hat nochmal diese... Combo, also diese normale Combo. Erstmals. Nichts Besonderes.
Oh, Lizard Ultimate, nice. Okay. Aber jetzt kommen wir mal zu den Fähigkeiten, was wir da Schönes haben. Precision ist also wieder so eine Art, ja, Verstärkungsmove. Und hier noch Slanting Venom, der sorgt dafür, dass man, keine Magie einsetzen kann. Slanting Venom und der Nachtjäger paralysiert einen. Oder macht einen blind. So sieht es eher aus. Der Power Dart, das ist ein aufladbarer Schlag, der auf voll aufgeladen extremst viel Schaden machen kann. Dann gibt es noch die The Glance, das ist so eine Art Ausweichmove, wo man dann kurz unsichtbar wird für den Gegner. Ist so eine, ja. Hätten wir vielleicht ganz andere Fähigkeiten aussuchen sollen, dann. Auweia, verflixt. Schnell ist Suna. Halt die Vergiftung. So. Nachtjäger. Also, das ist Nachtjäger. Power Dart. Die hätten schon mehr als die Gegner, kommt es vor. Durchaus, die sind stärker geworden. Wenn ich mich nicht vergucke. Müssen alle stärker geworden sein. Weil schon Tausender. Normalerweise haben sie immer weniger als 1000 KP gehabt, aber jetzt haben sie weitaus mehr. Ist auch gut so. So. Mein Digga. Power Dart. Ein Schlag und das war's. Wo soll ich am besten lang? Also von hier aus kann ich mal sehen, hier geht's nicht hin. Aber hier lang vielleicht, oder? Das macht der Weg blockiert. Nein, der nicht. Na denn. Da geben wir uns auch gleich hin. Lichy Plains. Dort müssen wir auch hin, ne? Lake Philo. Gut, erstmal zu den Lichy Plains. Power Dart. Oh. Das hat der andere gemerkt. Geht gleich zum Angriff über. Schön. Mir soll es recht sein. Nachtjäger. So. Nochmal aufgeladener. Schuss. Oh. Topform. Aua, na warte. Oh. Das war das Auge, das diese Technik eingesetzt hat. Wie kann ich ihn treffen? Nee. Oder? Das könnt ihr doch gar nicht mehr machen. Jetzt aber Volltreffer. So, blaue Flüssigkeit. Noch mehr fliegende Augen. Sieht natürlich noch ein Flugsaurier aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein ist. Ich denke schon, ne?
Okay. So. Okay. Twofold Return. Hm. Oh, ist das für die... Das ist für die Magie. Na schön. Na, daneben. Aber jetzt erwischt. Und tschüss. So, da geht's jetzt weiter. Ich glaube, da müssen wir hin. Da. Dahin ziehen sie Shores. Wo müssen wir hin? Lake Philo. Ich glaube, das liegt hinter den Teensee-Shows oder so. Jedenfalls ist das wieder der Strand, wo wir uns befinden. Hm, hier gibt es jedenfalls jede Menge Kröten. So viel ist schon mal sicher. Und ein fliegendes Auge sehe ich auch. Aber hier ist auch eines dieser starken Gegner noch da. Der kann durch sowas nicht getötet werden. Heilige Scheiße, mit einem den Einschlag überlebt dann auch dieser Spacko. Meine Fresse. Nee, nee, nee. Hey, ich dachte, du kannst keine Magie einsetzen. Das macht eigentlich der Silence im Venom. Wer sorgt er dafür? So, silberne Flüssigkeit. Hm. Finde ich noch eine von diesen ganz starken. Weil die sind. Die haben ein ziemlich coole Angriffe drauf gehabt. Ich würde sie so gerne auch rekrutieren. Ich nur wüsste, wo sie sind. So, da geht's weiter, ne? Yep. Elgerwurz. Mann, ich gehe ja ganz schön weit rein, ne? Lake Philou. Jetzt muss ich ja nicht unbedingt jeden Gegner bezwingen. Nee, das habe ich jetzt nicht nötig. Aber was ich nötig hätte, sind ein paar Items noch zu sammeln. Wow. Muss aufpassen wegen Vergiftung. So, jetzt sind wir hier angelangt. Und, oha, da sieht man... ...nach was... ...ziemlich starken aus. Oder auch nicht. Wow, das wurde aber schnell besiegt. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Die Kröten überleben diesen voll aufgeladenen Pfeil noch, aber... Der hier... Oh! Mini-Schildkröten. Landschildkröte. Zack! Und tschüss. Hm. Gibt es hier etwas Interessantes? Eine Landschildkröte. Schön. Ja. Hm. Die haben keine Chance. So. Ansonsten geht's jetzt hier weiter. Schade, an der Stelle gab's nur Gegner, aber nicht wirklich was von Belangen. Ich hoffe nur, ich bin jetzt nicht den falschen Weg gelaufen. Ja, selbst wenn, das müsste doch ein bisschen linear sein da, ne? Am Anfang müsste das doch linear sein, das Spiel. So. Gibt's hier was Interessantes? Nein? Na gut. Aber vielleicht sind wir jetzt dann gleich da. Wer ist da nochmal der Ort?
Lake Philo, also ein See. Müssen wir auf jeden Fall aufsuchen. Und dort gibt es also anscheinend einen weiteren Boss. So. Aber hier kann ich was aufsammeln. Zack. Und tot. Okay. Wo geht's jetzt da rein? Das ist die zweite Areal. Oh Mann, wie weit muss ich denn da noch? Ich hoffe doch, ich bin hier richtig. Ups. Nein, du bleibst weg, du Gruma-Verschnitt. Ah, verdammt, jetzt trifft er mich mit einer Wasserattacke. Naja, sei es drum. Wo ziehst du denn hin, du Idiot? Hierhin hättest du ziehen müssen. Hier wieder einiges an Gegnern. Sehr gut. Was? Er ist noch nicht tot? Nein, nein, nein. Was zum... Moment, das wird was Neues. Ey, sehe ich das richtig? Das sieht aus wie ein, Super Mario Eiszapfen. Der kann auf jeden Fall Blizzard. Der ist gefährlich. Und spammt das richtig in der Warte. Salins im Venom. Sind da richtig da mal daran, Magie einzusetzen. Obwohl, das habe ich gar nicht getan. Ich habe ihn nur vergiftet. Ich glaube, das hat mehrere Effekte zufolge, diese Pfeile. So. Combo Boost. Alter. Na, warte. Okay, Nachtjäger. Das war wieder ein Treffer. Mann, der. Auch ganz schön viele Treffer. Aber jetzt ist er tot. Junge, das war schon ein starker Gegner. Ich hätte ihn vielleicht mit dem Power Dart treffen müssen, des Öfteren. Dann wäre er umso schneller gestorben. Was soll's? Und das war doch wieder ein bisschen interessant. Er hat viel ausgehalten. Und er hat mich an einen Mario-Gegner zurückerinnert. An diesen Eiszapfen aus Mario Brothers. Man ist nicht Super Mario Bros., sondern Mario Brothers. Dieses eine Spiel, wo man da Gegner rauskicken muss. Hm? Was zum... Ach, du... Du wirst es wohl wissen. Jetzt mal Schluss damit. Je weiter entfernt ist, desto weniger Wirkung hat der Pfeil, oder was? So. Kann ich jetzt mal hier rüber gehen? Mann, ich habe jetzt noch 15,5 Minuten Zeit. Ich hoffe, die Zeit reicht. Dann... dass ich dann den Gegner bezwingen kann. Da ist schon wieder so ein Eis-Ding ins Kirchen. Flan. Lieber ein bisschen weit entfernt bleiben. So. Das kann ich in aller Ruhe attackieren. Boah, was für eine Verteidigung hat denn der? Der voll aufgeladene Pfeil bringt kaum was. Living Dream! So. Dann wird dann also solche Magien jetzt verstärkt. Ey! Wag es gar nicht, von mir davon zu rennen. Komm schon, mach ihn down. Jawohl.
Den könnte man auch rekrutieren bei der massigen Defense, die er hat. Also bei der extremen Defense, die er hat. Aber jetzt möchte ich endlich mal den Boss finden. Ich hoffe, der ist jetzt hinter dieser... Ja, da sind wir. Dann mal los! Wo steckt er? Ist er das? Tatsächlich, Cockatrice. Na schön, aber vorher erstmal ist der hier. Naja, nicht voll aufgeladen. So, ein bisschen weit entfernen. Sehr gut, und... Achso, er lebt immer noch. What the hell? So. Oh, das ist eine Landschildkröte. Besten mache ich wirklich erstmal die kleinen Spasten fertig. Bevor die mir noch Probleme machen. Ah, dass ich immer automatisch den anderen anvisiere. Dann kann ich nicht den kleinen einfach in aller Ruhe anvisieren. So, zack. Da sind dann noch mehr Landschildkröten, aber ich glaube, auf die konzentriere ich mich jetzt lieber nicht mehr. Das ist der letzte Gegner, den ich noch bekämpfe, bevor ich mich dem Boss widme. Mann, jetzt krepier doch mal endlich. Alter, wie viele Treffer brauchst du eigentlich? Damage Screen. So. Jetzt aber, Cockatrice. Oh, natürlich umgeben von Gegnern. Der tritt nie alleine auf. Okay. Die Techniken sind also jetzt verstärkt. Okay, immerhin ist der weg. Oh, oh. Gib das her. Sehr gut. Stonesmug. Kann er mich damit versteinern? Ich hoffe nicht. So. Jetzt habe ich mal die Schildkröte angeworben. Daraus wurde mal nichts. Oh oh. Ach, verflixt und zugenickt, mein. Meine Fähigkeitspunkte sind wieder. Den möchte ich erstmal wieder auffüllen. Mega Drain. Boah, wenn es bloß schneller gehen würde, das ging ja früher immer schneller. Ich möchte nicht, dass mir das noch ausgeht. So, wow, das macht Schaden. Federbombe. Kamikaze, aua. Na warte. Freundchen. So, die kleinen Nerven aber gewaltig ist wieder. Oh nein, Kamikaze. Das trifft mich natürlich. Aber immerhin treffe ich ihn mit den starken Angriffen, aber meine... Ach. Stamina Drink. Das müsste es doch bringen, ne? Nee, oder? Hat das was gebracht?
sieht nicht so aus. Weil meine Stamina ist nach wie vor ziemlich gering. Meine Ausdauer. Wow, nein, der hat mich erwischt. Aber jetzt geht's voran. Ach so, ja, ich muss ja die Gegner normal attackieren. Ich hab's vergessen, mein Gott. So kann ich auch meine Ausdauer auffüllen. Ups. Falsch. So, jetzt reiz aber mit dir. Alter. Gut, jetzt räume ich mal mit dir auf. Ah. Endlich ist er weg. So, und jetzt aber. Mich dem Hauptproblem widmen. Power Dart! Los! Ah, es wurde wieder kein Treffer. Achtung! Da kommt er. Wow! Das macht aber zum Glück nicht allzu viel Schaden. Stone Smug. Ich hoffe, ich will nicht wissen, was das eigentlich macht. Federbombe. So. Vergiftet. Nachtjäger. Und tschüss. Jawohl. Ah. Du nervst. Sehr gut. Haben wir das auch geschafft? Und dabei auch ganz schön viel Zeit mit dem Pfad verbracht. Yep, leider. Aber immerhin, es hat sich ausgezahlt. Hoffentlich kriegen wir jetzt wieder jede Menge Kohle. Sehr gut. Einiges an Kohle und Kristallpunkten haben wir da bekommen. Sehr gut. Damit kann ich mich ohne Probleme den nächsten Quests widmen. Du hast also eine Prüfung bestanden. Ich gebe dir mit Erlaubnis, das Luftschiff zu verwenden. Von dieses Mal kann Schiff um dich von Libertas, also um außerhalb Libertas, dich fortzubewegen. Aber dir ist es nur gestattet, in Gebiete zu fliegen, die als sicher gelten. Ein Haufen Luftschiffe sind meistens schon verloren gegangen. Maybe high density crystal energy interference caused the magic engines to haywire. Maybe they were attacked by someone unknown monster. Really know for sure. Just take a little extra care when doing that airship around. Kein Problem. Ich passe auf. Once you have been given location, you can quick travel here. As long as the airship can land. Okay, wir können also jetzt das Luftschiff verwenden. Using the airship in co-op, all players participating in active quest will travel together. Sehr schön. Das ist geil. Das werden wir dann auch gleich im nächsten Part ausprobieren.
Und wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, diese Bestätigung ist als Daumen nach oben. Dann seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Fortificate hin. Bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy Explorers. Also viel Sehen und tschüss, oder?